Ja moinsen, meine Brüder, und willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Wir gehen mal nach Loot Lake und schauen mal, was denn hier so passiert ist. Ich habe von vielen gehört, Kai, also gestern haben wirklich sehr viele geschrieben, auch in meinen Yo-Kai Watch Streams, Kai, Loot Lake ist Schrott, Katos hat Loot Lake zerstört. Und wir werden uns heute mal angucken, ob das denn so stimmt, ob Loot Lake wirklich so kaputt ist, wie es gesagt worden ist. Denn ich habe es, wie gesagt, von vielen gehört. Vor ein paar Tagen ging ja bei Pleasant Park das Haus kaputt. Und jetzt scheint der gute Katos wieder am Rotieren zu sein. Und er scheint wieder irgendwas kaputt zu machen hier. Ich habe gehört, er hätte irgendwie das Kabel durchgeschnitten oder sowas. Oder hätte das Kabel irgendwie beschädigt. Kann ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von sehen. Aber wir werden gleich bestimmt locker einen Spot finden, an dem Katos gewütet hat. Und an dem er rotiert hat. Aber wirklich bis... Oh! Oh! Okay. Das hat ja schon fast so Ausmaße wie bei Tilted, oder nicht? Mois! Also wie Tilted in Season 8. Gegen Ende mit dem Vulkanausbruch. Alles hier ist, liegt in Trümmern. Das arme Auto. Aber wenigstens kann es sich noch melden. Wisst ihr, Katos ist so ein bisschen wie... wie dieser Wannabe-Gangster... Was ist das hier? Was fliegt hier? Sind das Fliegen oder ist das irgendwie Asche? Was hat das zu bedeuten? Oh, okay, da sehen wir die Beschädigung auch schon. Alter. Kriege ich Schaden? Also eigentlich müsste ich ja durch diese Stromstöße so einen krassen Schaden kriegen, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber ja. Wie gesagt, Katos ist so der... Oh. Katos... ist so ein bisschen dieser Gangster in diesen Sandkästen und aus diesen Sandkästen. Der macht immer alles kaputt. Die Sau. Okay, ja gut, das ist dann soweit das hier. Loot Lake ist halt wirklich, also nicht komplett zerstört. Es hat sich halt gestern krasser angehört, als es eigentlich war. Natürlich hat Katos hier und da was hinterlassen. Aber der grobe Loot Lake, also gerade die Mitte, die ist ja unbeschädigt. Da ist ja nichts passiert. Jedenfalls aus dem Blickwinkel, den ich jetzt gerade so sehe. Hier müsste alles normal sein. Das Einzige, was wirklich kaputt ist, ist das Kabel und hier, ja, das gute alte Haus, ne? Das jetzt auch kaputt ist. Und das ist das Ding. Katos ist halt wirklich dieser Gangster. Aus den, naja, dieser kleine Gangster halt eben, ja, der immer alles kaputt macht. Hier hat er das Kabel wahrscheinlich, weiß ich nicht, angenagt oder plattgewalzt. Eigentlich müsste man hier übelste Stromstöße kriegen, weil, Junge, ganz ehrlich, guck mal, wie viel, ich will gar nicht wissen, wie viel Volt hier durchgehen, aber es riecht schon so ein bisschen nach geröstetem Fleisch, möchte man sagen. Ich möchte auch mal ganz kurz an der Stelle hier, ne, an etwas erinnern, dass ein Abonnent mal in die Kommentare geschrieben hat. Ich weiß nicht genau, wer es war. Vielleicht war es Anime Channel, vielleicht war es aber auch ein anderer. Jedenfalls zu Anfang von Season 9, so ein paar Wochen nach Season 9 Start, hat der Abonnent gesagt, dass er sich vorstellen könne, dass Tilted der Strom ausgehen wird. Also er hat gesagt, dass es einen riesigen Stromausfall in Tilted Towers geben könnte. Und wenn ich mir das hier so angucke, dass die Kabel hier beschädigt sind und dass vielleicht sogar noch mehr mit denen passiert. Ich meine, wenn jetzt keiner kommt, um die zu reparieren, sieht es gar nicht so gut aus für Tilted. Aber gar nicht so schlecht für diese Theorie des Abonnenten. Und zwar, dass Tilted, wie gesagt, in absehbarer Zeit einen Stromausfall kriegen wird und dann quasi die komplette Stadt lahmgelegt ist. Also das größte Wahrzeichen der Stadt, die Digitalität, also das Digitale in dieser Stadt, ja, die ganzen Hologramme, der ganze Strom, der da halt durchfließt und der durch jedes Gebäude fließt, ist da nicht mehr da. Das heißt, Tilted würde zu einer Geisterstadt werden. Ich bin sehr gespannt, ob das passieren wird.
Und ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis was passieren wird. Ich bin gespannt, wann das nächste Mal was passiert. Das letzte Mal war, glaube ich, jetzt abgesehen von Pleasant, was halt gestern am Montag, nee, Dienstag war. War Dienstag, ne? Ja, war Dienstag. Ich glaube, das letzte Mal war Sonntag, ne? In Pleasant das Haus. Das letzte Mal müsste Sonntag gewesen sein. Das Haus hier. Hier sieht man sogar auch eine Kartenaktualisierung. Merkt ihr das? Hier. Warte mal kurz. Man sieht den Fußabdruck von Katos. Auf der Karte. Den kann ich jetzt so gar nicht... Lass mal kurz respawnen. Ich will das ganz kurz erblicken. Weil es ist mir so nicht aufgefallen. Ja, okay, jetzt sieht man's. Aber wie schafft er das auf einem Bein, Lootleg kaputt zu treten und dann wieder abzuhauen? Wie schafft er das? Also, entweder hat er eine Möglichkeit, irgendwie zu fliegen. Oder er kann sich porten, weil das macht ja so keinen Sinn. Also jetzt mal wirklich. Jetzt mal ehrlich. Der kann doch nicht einfach auftauchen und dann wieder wegkommen. Also. Vor allem auch hier wieder frage ich mich, ist das live passiert? Ist das wirklich live passiert oder wurde das quasi, nachdem man eine Runde gespielt hat, aktualisiert? Also kein Live-Event, sondern halt wirklich nur eine Aktualisierung innerhalb einer bestimmten Zeit nach einem bestimmten Match. Ich glaube zweiteres, weil es gab halt keine Aufnahmen von dem Vieh. Das ist halt auch so geheimnisvoll. Der Typ, keiner weiß, wohin er geht, wann er wohin geht, das weiß niemand. Das weiß niemand. Ist aber auch irgendwo gut, denn jetzt, wo die League halt eben keine Plattform mehr für das hier haben, Gönjamin, Alter. Wird das Ganze auch wieder so ein bisschen geheimnisvoller. Finde ich gut. Das ist gut. Na gut, Brodingos. Das ist jedenfalls das hier. Das sollte jeder von euch schon kennen. Nur ich wollte hier halt diese kleine Theorie noch kurz einspielen, dass ein Abonnent zu Anfang von Season 9 schon geschrieben hat, dass er sich vorstellen könne, dass der alte Sandbogenzerstörer-Gangster namens Katos immer alles kaputt macht. Und dass dadurch halt eben auch, um wieder auf die Theorie zu kommen, Tilted vielleicht irgendwann stromlos wird. Dass Neo Tilted irgendwann zur Geisterstadt wird, weil dort kein Strom mehr ist. Aufgrund dessen, dass die Kabel beschädigt werden. Und das ist nur der Anfang. Ich kann mir sogar vorstellen, ganz ehrlich, diese Kabel, um das mal ganz kurz zu sagen, diese Kabel hier, das Kabelsystem, ist doch wohl das Dümmste, was man irgendwie in die Welt rufen kann. Warum sind diese Kabel nicht unterirdisch gelegt worden, sondern oberirdisch? Das ist ja erstens schon ein übertriebener Ästhetik-Fehler. So rein ästhetisch gesehen ist so ein riesiges Kabel. Ich meine, also wenn wir jetzt mal in Real Life gehen, ne? Kein Land, keine Stadt dieser Welt würde die Kabel oberirdisch legen. Und das ist ja so ein riesiges Kabel. Klar, es gibt halt Stromleitungen, die halt eben oberirdisch sind. Aber die hängen halt dann auch ein paar Meter über der Erde. Nur dass dieses Kabel am Boden klebt, das ist doch schon quasi die Message für, hey, mach mich mal richtig kaputt, mach mich zur Sau. Mach mich zu deinem menschlichen Ausguss, Alter. Mach mich zu deiner menschlichen Toilette. Das sagt doch schon dieses Kabel hier. Man hätte es unterirdisch legen können und es würde niemals was mit diesem Kabel passieren. So allerdings, dieser Ästhetikmangel und dieser ästhetische Fehler. Das sieht halt null ästhetisch, das ist halt hässlich. Um das mal hier gesagt zu haben, ja. Also da hatten die Erbauer wirklich keine Ahnung von Ästhetik und keine Ahnung von Sicherheit. Denn das ist eine riesige Sicherheitslücke. Und dass es eine Sicherheitslücke ist, haben wir jetzt allerspätestens gestern gesehen, als Katos, der alte Zerstörer, das hier kaputt gemacht hat. Grüße gehen raus an den Herrn Amthor. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Diese zwei Fehler kommen Tilted noch zu stehen.
meiner Einschätzung nach und nach der Einschätzung, die dieser Abonnent von sich gegeben hat, melde ich meine Kommentare. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer es war, ob es jetzt Anime Channel war oder ein anderer. Ich weiß auf jeden Fall, dass das irgendwie in einem Livestream-Chat oder in den Kommentaren geschrieben worden ist. Und das, ganz ehrlich, ne, wenn das schon zu Anfang von Season 9 gesagt worden ist und das jetzt eingetreten ist, bin ich mir sehr sicher, dass das auch passieren wird. Das wird nicht der einzige Schaden sein, den das Kabel davonträgt. Das wird noch krasser enden. Wann? Genau, das wissen wir nicht, aber es wird auf jeden Fall, also ich bin mir sicher, es wird irgendwann nochmal dazu kommen, dass das Kabel ein weiteres Mal beschädigt wird und noch ein weiteres Mal. Und dann irgendwann ist das Kabel so Schrott, das tiltet, ja, offline geht und die Lichter ausgehen. Und dann wird sich wahrscheinlich Tomato Head denken, hey Katus, du alter Zerstörer. So viel dazu. Brüder, das wär's für dieses Video, das wär's mit dieser kleinen Theorie. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Fortnite sehen, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr habt es, by the way, schon mitbekommen wahrscheinlich, aber die Facecam-Anordnung ist gerade ein bisschen anders. Ja, ihr seht das. Das Bild meiner Fresse, meiner heiligen Fräsen, ist ein bisschen klarer als sonst. Und man sieht die 60 FPS, man sieht eine etwas flüssigere, Bewegung. Ich habe eine neue Webcam am Start, eine neue Facecam, und mit der habe ich jetzt einen kleineren Qualitätspunkt erreicht, wo ich sage, jetzt bin ich noch zufriedener als vorher, weil das vorher konnte man sich halt echt nicht geben. Sagt mal eure Meinung zu der Facecam, wie gefällt sie euch? Ist sie besser als vorher, gerade farblich, auch auflösungstechnisch, von der Framerate her so. Gefällt euch das besser als vorher? Haut's mal in die Kommentare. Das wär's für heute. Hauen sie rein und tschüss.